Der Pedro, der war nicht im ersten Teil des Friedhofs. Also lass uns den nächsten Teil auskundschaften. Achso, gehen wir wieder dahin, ja. Wo ist der Grabräuber? Ach so, dann ist das hier wahrscheinlich. Das hier ist hier die ganze Karte. Ach so, alles klar. Der Friedhof Teil 2. Na, vielleicht wird das jetzt doch mal ein bisschen mehr als ein angezockt. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Also für den ersten Moment wird es auf jeden Fall mal nur diese. Keine Ahnung, sind wir jetzt in der ersten oder in der zweiten Folge? Das wisst ihr wahrscheinlich besser als ich gerade. Aber möglicherweise kommt noch Nachschub. Wir gucken mal. Also ich habe gerade auf jeden Fall Bock. Das macht Laune. Ups. Ich glaube, wir machen erstmal den Fernkämpfer hier. Weil der. Den können wir hier nämlich nicht so leicht ausweichen wie. Also können schon, aber ich kann das nicht. Ey, die halten ja schon drei Schüsse aus. Was ist mit euch los? Ja, muss ich mehr Schaden machen hier. Flup, 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 flup. Doch, der Spielfluss ist eigentlich echt ganz fluffig. Also, ich weiß natürlich jetzt nicht, ob das zum Zuschauen das allerspannendste Spiel ist, aber so zum Schuhschauen, zum Spielen ist das schon ganz fluffig hier. Es ist halt wie so immer, Optik ist nicht alles. Zumindest bei Spielen nicht. Schön, alles kaputt machen. Pedro, bist du in einer von den Urnen? Pedro! Pedro, wir brauchen eine Schaufel. Ah, ich sehe auch unten rechts ist diese komische Slawmancer-Anzeige da. Das muss dann wohl bedeuten, dass wir damit irgendwann die Waffe upgraden können. Ah, die Musik ist auch irgendwie. Die passt da perfekt dazu. Löblop. So, wir können wieder Punkte verteilen. Wir können wieder. Wieso habe ich eigentlich. Ach so, der Schaden, der bringt mir auch noch was. Ein bisschen mehr Rüstung. Was können wir denn da noch machen? Zorn. Ausweichen. Kritische Trefferchance. Elementarwiderstand. Ne, Elementarwiderstand werden wir gerade noch nicht brauchen, nehme ich an. Willenskraft. Ah, was haben wir denn? Na komm, Schaden. Wir machen Schaden. Normalerweise ist es ja immer so, dass bei solchen ja, Fernkampfklassen häufiger der extra Schaden über die Beweglichkeit kommt, also Agility meistens. Das scheint jetzt hier nicht so zu sein. Aber damit muss ich mich, glaube ich, nochmal in Ruhe befassen irgendwann. Mastery Level 2, Arrow Shot. Du hast ein Meisterschaftslevel erreicht. Es wurde stärker und es sind Upgrades verfügbar. C und da. Ah ja, okay, das ist das klassische Diablo-System, oder? Dass man ein Spell quasi. Ja, was machen die jetzt? Ach so, man muss draufklicken. Okay, macht Sinn. Macht Sinn. Der Arrow-Schuss generiert 8 Mana pro Schuss. Rebound-Schuss, das ist Abprall-Schuss, glaube ich, ne? Gabelungs-Schuss? Okay, ich glaube, das ist mir so am sympathischsten. Wir machen das hier. Ach so, ich kann. Oh, ich kann das sogar noch. Moment, kann ich da jetzt noch ein anderes auch mit? Tatsächlich. Tatsächlich. Ich kann das ein bisschen. Ich kann da beide Sachen skillen. Das ist ja witzig. Das heißt, ich müsste jetzt eigentlich die Chance haben, dass sich das Ding gabelt. Und aber auch die Chance haben, dass das abprallt. Na, pass mal auf. Dann schieße ich halt da drüber. Ist ja auch nicht so das Problem hier. Bin schließlich ein Bogenschütze. Boom. Voll ins Gesicht. In Fachkreisen auch Headshot genannt.
Die Frage ist, wenn ich sterbe, ist das dann ein Permadeath? Oder ist das dann ein, ich fange irgendwo wieder bei Null an, tot? Das habe ich jetzt noch nicht rausfinden können. Zum Glück, glaube ich. Aber irgendwo hatten wir vorhin mal im Dialog, wenn man tot ist, ist das Spiel vorbei. Glaube ich. So oder so ähnlich. Da hat er aber Schaden kassiert. Mit einem Schuss war der weg. Das ist besser als jedes Zebra. Siehst du mal hier, Geistchen, so schlecht machen wir uns doch bisher gar nicht. Ich bin mir sicher, es gibt auch noch irgendwann mal Boss-Levels, würde ich mal vermuten. Close the Breach. Die Schneise schließen. Wo ist denn die Schneise? Die Schneise. Ja, wäre cool, wenn wir da wüssten, wo wir hingehen müssen, ne? Da laufen wir nur im Kreis. Da ist nix Schneise. Da ist nix Schneise. Ja, klar, die Minimap. Die Minimap, die hilft uns vielleicht auch aus. Dass wir da einfach mal da hoch wackeln. Halt, Moment, wir wackeln erstmal. Wo wackeln wir eigentlich hin? Moment mal, ich glaube, ich wackel jetzt erstmal im Kreis. Und wir wackeln jetzt erstmal da links hin, weil da waren wir oben noch gar nicht so wirklich durch. Und da könnte es weitergehen. Na also. Nix da. Der Einzige, der schießt, bin ich hier gerade. Und auch trifft. Ah, na gucken wir einer an. Da ist ja wieder so eins von diesen Siegeln. Das auch unzerbrechlich und undurchdringlich ist. Wir werden das rausfinden. Aber erstmal machen wir hier sauber. Ja, ich glaube, da hatten wir gerade so einen Durchschlag, oder? Sehr schön. Gut. Dann. Ja! Heidewitzka, ihr seid witzig. Einfach aus dem Nichts hier kommen. Überraschung. Ich bin ja nicht so der Spontane, wisst ihr das? Ich mag mehr so geplante Aktion. Deswegen plane ich mal, euch wegzumachen hier gerade. Pedro! Wir haben einen Dorfbewohner gefunden. Ihr habt einen Dorfbewohner befreit, der war innerhalb der Schneise gefangen. Er wird noch zurück nach Adriat kehren und... Achso, selbst zurück nach Adriat kehren. Und du wirst danach mit ihm sprechen können. Verstanden. Okay. Sind wir jetzt fertig? Ah, ne. Ah, danke, dass ihr mich rausgeholt habt. Das war eine sehr seltsame Erfahrung. Was? Ihr braucht eine Schaufel? Da habt ihr die richtige Person vor euch stehen. Ich habe eine großartige Schaufel. Aber lasst uns erst zurück zum Dorf gehen. Ihr geht voraus, ich treffe euch da. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr mich zurückgeholt habt. Ihr guckt nach einer Schaufel, oder? Und ich habe eine. Es ist eine sehr spezielle, eine sehr besondere Schaufel. Die ist sehr brauchbar, um Löcher zu graben, aber nicht nur dafür. Aufgrund dieser brillanten Modifikation kann meine Schaufel nach Norden zeigen. Es ist der Schaufelkompass genannt und ich passe da... And I really care about it. Und das ist mir sehr wichtig. Aber ich habe sie verloren. Oder wie soll ich sagen, ich habe sie verlegt. Ich war dabei, eins meiner wirklich allerschönsten Löcher zu buddeln. Damit. Ein Loch, das nicht zu tief war, nicht zu irregulär. Und plötzlich kamen die Monster und haben sich um mich versammelt. Also bin ich auf all meinen Füßen davongelaufen, meine Schaufel zurückgelassen und habe sie ihrem Schicksal überlassen. Ihr seid doch so gut und holt ihn mir zurück, oder? Es sollte nicht allzu weit weg sein, davon, wo ihr mich gefunden habt. Aber ja klar. Lass uns losgehen und die Schaufel holen. Den Schaufelkompass.
Ja, der Villager ist zurück und wir gehen wieder in den Friedhof. Wo gehen wir denn jetzt hin? Friedhof Teil 3? Natürlich. Ich habe meinen Schaufelkompass ein bisschen weiter verloren, aber das sollte ziemlich leicht sein, den wieder zu finden. Wenn es mir nur dieser Gegner nicht weggenommen hätte. Dieser Bösewicht, dieser böse Schuft. Aber wir sind ja da, wir sind ja die Guten, wir machen das schon. Achso, okay. Ja, okay. Jetzt wollen sie hier ein bisschen heraussuchen. Hm? Ach, das war ja ein Gegner. Ach so, okay. Das war schon richtig, dass ich so drauf gedrückt habe. Was ist da denn? Ach so, das ist auch wieder. Hihi, ich kann da drüber schießen. Ihr Opfers. Machen wir erstmal wieder alles kaputt. Randale auf dem Friedhof. Randale. Da können nicht mehr die Toten schlafen. Vielleicht sind wir ja auch schuld, dass die hier rumrennen. Wer weiß. Oder irgendwer anders ist halt vorher schon mal da gewesen und hat dann da alle gemacht. Blum, 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 blum. So, ich würde sagen, wir spielen auf jeden Fall mal noch dieses Level hier fertig. Und dann gucken wir mal, ob wir noch irgendwas anreißen. So, Close the Breach ist das Ziel wieder von dieser Mission. Das heißt, die Schneise wieder. Ach, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Breach ist doch Schneise, glaube ich. Aber wer weiß, vielleicht hat es hier eine andere Bedeutung gerade. Wir machen den Friedhof leer. Ich denke, das ist das einfachere Ziel, oder? Hey, und hoppla hopp. Boom! Da gab's wieder Level Up. Hi! Na? Bock auf Kaffee mit Schuss? Achso, wir könnten ja mal hier wieder die Levelpunkte verteilen, ganz schnell. Wir machen ein bisschen Schaden da oben drauf, ne? Ganz einfach, ganz klassisch. Ich glaube, momentan macht es gar nicht so viel Sinn, irgendwie großartig andere Sachen zu skillen. Wir könnten vielleicht irgendwann mal anfangen, ein bisschen Rüstung mitzunehmen, um nicht beim ersten bisschen Hit dann aus den Latschen zu kippen. Aber momentan trifft uns ja noch nicht so wahnsinnig viel. Das halten wir auch so aus. So, ach, mehr Gegner. Ich habe ja das Gefühl, es gibt... Also es ist nur eine Vermutung, aber wenn ich mir so die Musik anhöre, ich habe so das Gefühl, dass es pro Gebiet, was da vielleicht kommt, drei ja, Levels sind. Und ich glaube, ich habe es vorhin auch schon mal irgendwann angeteasert. Naja, es ist angeteasert, ich weiß es tatsächlich nicht, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es ja, so eine Art Boss-Mobs gibt. Und ich meine, die Schaufel, das wird ja nicht, also den Schaufelkompass, das wird ja nicht irgendjemand haben, sondern es wird mit Sicherheit irgendein Boss haben, mit Sicherheit. Da lege ich mich jetzt einfach schon mal, ja, ins Feuer oder lehne mich aus dem, ne, ich lehne mich aus dem Feuer oder lege mich ins Fenster. Hey, hört mal auf zu schießen, das ist nicht fair. Ich bin doch eine hilflose Dame, die nur einen Bogen in der Hand hat, ganz zufällig, und damit nur zufällig schießt und zufällig Sachen trifft. Ich habe bisher noch nicht gesehen, ob es irgendwelche Heiltränke oder so gibt. Aber ja,
Es sieht auf jeden Fall echt so aus, als wenn die Anzahl der Hitpoints tatsächlich so begrenzt ist. Das heißt, wenn es leer ist, ist das Level dann verloren, ne? Lup. Wir sollten auch mal schauen, wir sammeln hier hin und wieder mal so Sachen auf. Ich glaube, wir legen mal wieder irgendwas was an hier. Wo war das noch gleich? Skills, Legacy. Was kommt da noch? Da kommt auch noch was. Charakterattribute. Achso, okay, also Doppelklick mit und dann kann man das vergleichen, tatsächlich. Dornschaden. Was ist da? Achso, okay. Nicht angelegt ist rechts, angelegt ist links. Kritischer Schaden ist, glaube ich, besser. Elementarwiderstand, nee. Maximales Mana, Dornschaden. Mehr Leben. Sehr schön. Das klingt auch gut mit mehr Schaden. Rüstung und Dornenschaden. Helm. Mehr Schaden, mehr Dornenschaden. Nö, das lassen wir mal so. Lieber möchte ich ausweichen, als dass ich da Dornenschaden mache, glaube ich. Wir sollen uns ja nicht treffen lassen. Oh ja, das geht aber gut. Da geht gut was vorwärts. Ja. Nee, nix da. Du. Boah. Die machen da alle. Die schießen da alle auf mich. Die haben sich auf mich eingeschossen. Nicht fair. Das sind so viele und ich bin nur so eine allein. Oh, ich sehe da ein... Oh! Moment mal. Ja, tatsächlich, das ist so ein kleiner Boss-Mob, ne? Also gut, wir kiten den mal so ein bisschen durch den Friedhof. Und plupp. Hey. Okay, also die Salve ist bei dem ziemlich nutzlos. Nee, nix da. Ah, hoppla. So. Du hast einen Elite-Gegner getötet. Die sind viel stärker und viel resistenter als normale Gegner und haben verschiedene Fähigkeiten. Pass auf die auf. Okay, der hat auch nicht unsere Schaufel gehabt. Das ist ja doof. Hey, also ich mag unseren Schaden mittlerweile wieder. Finde ich auch cool, dass man da gleich am Anfang auch schon mal Items bekommt, die direkt ein bisschen Schaden geben. Bei, ich sag jetzt mal, beim Klassenprimus ist es ja dann häufig so, dann gibt es erstmal so weiße Gegenstände oder so graue Gegenstände, dass man überhaupt mal irgendwas auf dem Slot hat. Und dann fängt es erst an mit einfacheren Schadenstypen und ja, und irgendwann wird es besser. Aber deswegen finde ich es ganz nett, dass es hier gleich mal so richtig zur Sache geht. So ein Lebensraum wäre ganz cool, wenn wir sowas hätten. Ah. Mastery Level 3. Okay, gut. Wir müssen, glaube ich, wir müssen mal gucken da. Also. Was geht denn da? Also wenn ich jemanden mit meinem Pfeilschuss treffe, dann wird er verfolgbar. Getrackt. Okay. Oh, keine Ahnung, machen wir halt mal was, oder? Zack, rein damit. Da packen wir auch mal einen rein. Und da hätte ich ganz gern... Dann machen wir noch einen. Okay, gut. Ja. Level-Up sind wir auch schon wieder nichts mehr so weit entfernt. Okay, was macht der jetzt? Ah, wir haben wieder volle Hitpoints, weil wir einen Level-Up hatten. Mache ich, glaube ich, wirklich mal was für die Rüstung. So. Ja, bisschen Rüstung oben drauf. Das, wenn wir was auf die Mütze kriegen, das nicht ganz so. Ja, also, wie quasi so einen kleinen Helm tragen ist. So. Oh, hoppla, hey, wo kommt ihr denn her? Einfach von hinten anschleichen, das ist aber. Nicht nett.
So, ach ja, lass mich raten, wenn ich da jetzt wieder in dieses komische Siegel da reinrenne, dann wird um mich herum wieder die Hölle losbrechen, gell? War da nicht noch irgendwas, so ein einzelner Gegner? Habe ich da nicht vorhin irgendwas gesehen? Warte mal, ich equip erstmal irgendwelche tollen Sachen. Schuhe? Habe ich Schuhe? Schuhe habe ich schon. Vor allem mit Mana bringt mir ja irgendwie nichts, so. Oder relativ wenig, sagen wir es mal so. Das ist allerdings noch besser, glaube ich. Also ausweichen tue ich ja nicht so häufig. Gut, dann... Oh ja, ich wusste es. Ich wusste es. Ihr seid meine besten Freunde. Klar. Aber wofür gibt es hier eine schöne Salve und einmal im Kreis rennen? Ich bin auf einer Killstreak. Das ist hauptsächlich für den Fame. Hey, wir werden berühmt. Ja, holla. Aber das erhöht auch den Slurm, den wir finden. Also das, womit wir unsere Waffe upgraden können. Okay. Gut. Da ist ja der Schaufelkompass. Es ist eine Schaufel mit einem Kompass auf der Nadel. Der Kompass schaut kaputt aus und die Schaufel ist auch ziemlich zerbrochen. Ich bin nicht sicher, ob damit in der Lage sind, ein Loch zu graben. Aber wir bringen es zu Pedro zurück. So, dann laufen wir mal zu Pedro. Mein Schaufelkompass, dank euch, ich war so besorgt. Aber ist ja komplett kaputt. In diesem Zustand, da wird es aber schwierig, ein Loch damit zu graben. Aber es zeigt immer noch nach Norden. Es ist ein Kompass auf dem Stecken. Ihr braucht nicht zufällig einen Kompass, oder? Ansonsten können wir den auch wieder ganz machen, also reparieren. Ich habe einen Schaufelkompass-Reparatur-Kit hier. Für solche Fälle. In der Mitte des Graveyards. Ein bisschen weiter weg. Ah ja. Das ist ein sehr besonderes Objekt. Auf, lass es uns holen. Na gut. Dann gehen wir jetzt noch den Kompass Reparaturkit holen. Komm, weil es so lustig ist. Ist das alles hier? Ach so, das ist der Graveyard. Das ist nur ein... Okay, ich bin gespannt, ob es da noch mehr gibt als nur den Graveyard. Okay, das ist also tatsächlich erstmal alles Friedhofslevels. Mein Schaufel-Kompass-Reparatur-Kit ist nicht in diesem Bereich, aber wir müssen trotzdem da durch. Das ist seltsam. Mein Schaufel-Kompass zeigt nicht mehr nach Norden, aber in die Richtung da drüben. Vielleicht sollten wir erstmal dem Weg folgen. Ja, gut, ne? Dann folgen wir dem Weg, wo der Schaufelkompass hin zeigt. Vielleicht ist es ja ein Kompass, den Jack Sparrow auch hatte. Ne? Der zeigt dahin, was man sich am meisten wünscht. Nicht nach Norden. So, gucken wir nochmal. Gucken, was wir uns am meisten wünschen. Gold und Ruhm. Und Urnen zum Kaputtmachen. Es macht doch nichts mehr Spaß auf dieser Welt, als Urnen kaputtmachen. Blum, blum, blum. Da war der Durchschlag mal zu sehen. Er ist tatsächlich einfach weitergesprungen an der Pfeil auf die... Was ist das? Siege? Ein Belagerungshelm. Da ist noch Gold. Was macht dieses Track da jetzt? Bleiben die dann stehen? Das ist, glaube ich, dann eine Falle, oder? Also das, ich vermute, das ist eine Falle dann. Wo die dann drin stehen bleiben und sich nicht mehr bewegen können. Das ist eigentlich ja auch nicht so dumm. Also zumindest für so einen Nahkämpfer. Vielleicht kommen da irgendwann noch schnellere Gegner. Ich meine, bei denen ist es jetzt hier ziemlich bumbel. Da können wir ja schnell wegrennen. Oder
die noch schneller kaputt machen. Aber wenn da jetzt Gegner kommen, die, keine Ahnung, so Gollum-Speed drauf haben oder so, dann wäre es vielleicht ganz gut, wenn wir die auch beim Schießen schon mal festnageln können. Oh, nee. Das habe ich gesehen. Den habe ich kommen sehen, den Schlag. Da sind ja noch mehr von euch. Das ist ein sehr großer Friedhof. Dagegen ist ja sogar der in Warhammer Chaos Bane ein Witz. Also auch an der Stelle mal ein kleiner Querverweis. Große Friedhöfe gibt es auch in Warhammer Chaos Bane. Auch da mal gerne reinschauen, haben wir auch kürzlich was gemacht. Der Alex und ich. Das war auch, das ging auch so in eine kleine Richtung. Da haben wir auch ganz viel am Friedhof rumgeschnetzelt. Auch in ähnlicher Manier hier. Ah, ne? Höllische Nachbarn. Es ist so ruhig geworden hier, die Musik ist ein bisschen leise geworden. Da war am Anfang ein bisschen mehr Action, mehr Karneval. Das ist hier... Naja gut, vielleicht ist es auch noch nicht ganz final fertig hier. So kann man sich besser auf das konzentrieren, was man hier tut. Gegner metzeln. Wir sind wieder ziemlich nah am Level up auf jeden Fall. Man sieht jetzt auch unten eine Leiste noch. 1, 2, 3, 4. Das heißt, da kommen auch nochmal Special Skills dazu. Die Frage ist, mit ein bisschen Glück, vielleicht sehen wir das hier. Ha. Neue aktive Fähigkeit. Ja, okay. Ich habe es gerade schon angeteasert. Dann ist es soweit. Also, wir machen erstmal wieder mehr Schaden. So, und wo ist jetzt die aktive Fähigkeit? Skills. Cooldown. Kriege ich die jetzt irgendwie da runter? Kriege ich die jetzt da runter? Wie kriege ich die jetzt da runter? Moment mal. Ich hätte jetzt ganz gern eine aktive Fähigkeit. Skills. Equip. Ach so. Das ist... Ach je. Das ist hier als linke Maus oder rechte Maus zu equipen. Nee, wollen wir eigentlich gar nicht. Das ist quasi eine Alternative für den Pfeilschuss. Ach so, und das... Ah, damit können wir zum Nahkämpfer werden. Okay, alles klar. Ist ja ein... wie nennt man das? Eine Abenteurerin? Ist ja quasi keine Jägerin in dem Sinne, sondern eine Abenteurerin. Und die kann somit auch Schurke werden. Okay, gut. Aber, nee, wir haben noch gar keine Nahkampfwaffe. Deswegen, wir bleiben jetzt erstmal schön auf Distanz. Oh! Da kommt wieder einer. Da steckt er in der Wand fest. Ja, Pech gehabt, du. Das ist deine Schuld hier. So eine Situation nutze ich aus. Würdest du auch tun. Tja. Dankeschön. Easy. Also man sieht, auch die KI ist ein bisschen brainless hier manchmal. Passt ja wirklich, passt ja auch perfekt zum Gegnertipp. Da wird nichts mehr viel Hirn übrig sein hier. Oh, die Musik ändert sich. Jetzt hier ernst. Die ich irgendwie sehr cool gemacht finde. Die passt irgendwie sehr schön.
Was auch passen würde, glaube ich, bei dem Spiel wäre ein Multiplayer-Modus. Ich weiß nicht, ob das Ding einen Multiplayer hat aktuell. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sowas funktioniert. Bis zu 3 Spieler wäre ganz cool, wenn es sowas gäbe. Dann könnte jeder quasi einen unterschiedlichen Charakter nehmen. Und los geht die Party. Könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Du. Immer schön drauf auf die Mutti. Da ist doch schon wieder irgendwas aufgestanden, oder? Was ist denn das? Achso, das war nur eine ganz normale Urne. Die sah so ein bisschen nach so einem Giftbehälter aus. Ich finde es auch witzig, wie unser Charakter so ungefähr das bunteste ist, was es auf diesem Bildschirm zu sehen gibt. Man könnte fast sagen, wir bringen Farbe ins Spiel. So, wie weit geht denn dieser Level noch? Das ist ja... Das ist ein sehr großer Friedhof. Ich hoffe echt, da gibt es irgendwann noch andere Areale, weil immer nur Skelette verprügeln und immer nur Pfeilschützen-Skelette verprügeln, wird, glaube ich, irgendwann ein bisschen eintönig. Das sind ja, bisher sind es, glaube ich, wie viele Gegner drin gewesen? 3? Wenn man den Elite quasi noch als einzelnen sieht. Was hat denn der da? Was hat der denn da fallen lassen? Ja, was hast du denn da Feines fallen lassen? Müssen wir doch bald mal nachgucken gehen. Es werden auf jeden Fall mehr Gegner. Also wir kommen langsam so... Ah, auch für uns eine Meisterschaft für... Die Frage ist, wie kriege ich diese Meisterschaftspunkte dafür eigentlich? Weil levelabhängig scheint es nicht zu sein. Kann das sein, dass das abhängt davon, wie häufig ich eine Fähigkeit einsetze? Hm. Das hätte ja so ein bisschen was von Skyrim. Skyrim macht sowas ja auch, oder die Elder Scrolls Spiele. Umso mehr ich irgendwas mache, umso besser werde ich auch dabei. Ich muss es nicht gut machen, ich muss es nur oft machen. Dann werde ich automatisch besser. So. Okay. Wo geht's hier weiter? Okay, ne, da haben wir schon eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Da oben ist noch was. Blub, blub, blub. Ich glaube, wir sind zu langsam. Die Musik holt schon zur zweiten Wiederholung aus. So, was haben wir da? Ah, halt, ich will nur aufsammeln erstmal. Meine Güte, hier. Schießen auf mich, während ich aufsammeln. Das ist ja nicht fair. Oh, da kommen... Oh. Die versperren den Weg und von hinten schießt da was durch. Ja. Pass doch mal auf, Burschis. Ich kann zurückschießen. So. Schuss um Schuss gibt's auf die Nuss. Okay, also man kann hier auf jeden Fall sich ordentlich austoben. Dieses Level ist schon deutlich länger als die anderen. Und? Uns gehen zumindest mal nicht die Schüsse aus.
Oh, hoppla. Der ist ja abgeprallt. Ah, da ist das Ziel. Da ist das Ziel. Ach ja, lass mich raten. Da kommt gleich wieder was aus dem Ziegel gestürmt. Also machen wir erstmal schön Platz. Wir brauchen schließlich Platz zum Schellen verteilen. Ja, hallo. Ja, ist klar, ist klar. Dann hallo? Hallo? Habe ich Cooldown auf dem Ding oder was? Ach, verflixt. Ich hätte auch mal die Mastery angucken können, ne? Hätten wir die jetzt auch nochmal gesehen. Aber wir können danach zumindest nochmal reingucken, was es da jetzt gegeben hätte. Hey. Auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal ein Level up. So. Ah, okay. Jetzt ist diese Killstreak da rechts sichtlich. Alles klar. Okay. Oh. Verflixt. Sorry. Ich habe ein bisschen zu schnell geklickt. Ich glaube, der Schaufelkompass zeigt in die Richtung von dem, von der nächsten Schneise. Wir sollten sie dazu nutzen, Schneisen zu... Ach so, dann sind die Schneisen wahrscheinlich diese Portale da, hm? Ja, wir sollten die nutzen, um die Schneisen zu finden und mehr Bewohner zu retten. Moment mal, ich möchte erstmal Item. Was ist das? Pure Geranium. Was für eine unglaubliche Erfahrung. Ich muss ganz schnell wieder zurück ins Dorf. Oh, aber ich sehe, dass du hast so Slorm Reaper. Ich bin dafür ein Experte. Komm, finde mich im Dorf und ich kann dir da einen Tipp geben. Oder auch zwei. So, also gut. Wir gucken da nochmal rein. Also. Wir machen da zur Ausnahme mal ein bisschen Evasion. So, und wir hatten jetzt ja noch Mastery für, ich glaube, für das da hier, ne? Genau, was können wir denn nachher machen? Also, jedes Mal, wenn ich einen Regenpfeil caste, werde ich tormented, verflucht, nehme ich an? Aha. Aha. Ah ja, der erste Pfeil hat eine Chance, 13% eine Falle zu droppen. Und das ist die Fallzeit des Regens, Reisezeit. Keine Ahnung, wird man mitgenommen. Einmal. Komm, nimm mit. Was soll der Geiz? Haben wir alles mal drin. Und, Ach so. Ach Gott, ich kann gar nicht alles gleichzeitig skillen. Ich muss immer nur eins. Ach so. Ich kann nur eins equippen. Ah. Okay, wieder was gelernt. Dann rüsten wir das hier mal aus. Da haben wir es ja schon. Bei dem anderen haben wir es ja schon richtig gemacht. Da könnten wir hier nochmal eins upgraden. Genau, das war das mit dem Dragon. Okay. Gut, dann gehen wir da jetzt mal zurück ins Dorf. Sieg! Goldus earned. Mhm. Willst du damit sagen, dass man Schaufelkompass so Portale auffinden kann? Das ist wirklich außergewöhnlich. Aber wir müssen immer noch den Schaufelkompass Reparaturkit finden. Wir sollten vielleicht auch mal den Dorfbewohner besuchen, den wir da wieder zurückgebracht haben. Der wird irgendwas erzählen haben. Okay, gut. Dann würde ich sagen, soll das für unser Angezockt für das Loremancer erstmal, ja, einen ersten Einblick gewesen sein. Ich hatte sehr viel Spaß bisher mit dem Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Es zieht sich ein bisschen vielleicht in den Levels gerade. Aber es ist sehr unterhaltsam und deswegen glaube ich, werde ich das auch noch ein bisschen weiterspielen. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob ich euch, liebe Zuschauer, das antun möchte. Ich glaube, das wird sehr, sehr, sehr Hack and Slay-lastig. Also,
Könnte sein, dass da auch sehr lange Zeit nicht viel zu erzählen gibt. Deswegen, ich guck mal, was ich damit mache. Ihr könnt mir auch gerne mal Feedback da lassen, was ihr zu dem Spiel denkt. Ob ihr da gerne mehr von sehen möchtet, dann kann ich da eventuell mich auch ein bisschen danach richten. Ja, und ansonsten danke ich fürs Zuschauen. Das war der erste Einblick und wir sehen und hören uns hoffentlich beim nächsten Let's Play oder beim nächsten Projektchen wieder. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ich bin der Daniel von AFK. Bis dann.